Willkommen beim 8. Mini Beans Jam. Es wurden wieder 17 Spiele entwickelt und wir werden sie uns heute zusammen angucken. Ich bin aber nicht allein. Ich habe auch noch zwei Leute mitgebracht. Wir haben nicht ganz die Zeit gefunden, es gleichzeitig aufzuzeichnen. Aber ich werde zwischen uns hin und her schalten, um alle Eindrücke mal so mitzukriegen. So, liebe Menschen, da bin ich wieder. Ich habe mir gerade eben den Link zum Beans Mini Jam, so heißt er, der Beans Mini Game Jam, habe ich mir schicken lassen oder geschickt selbst. Jetzt werde ich ihn gerade nochmal aufrufen und dann laden wir uns mal. Hallo, Grüße an die Simic Love, Sea Raiders. Geht gleich weiter. Hi, na, guten Tag. Mini Beans Jam 8. Danke, Dima, für alles. Ich gucke mir jetzt ein paar Spiele an. Ich habe es nicht geschafft. Wäre gern dabei gewesen. Los geht's. Mini Beans Jam 8. Der Mini Beans Jam ist ein Event, bei dem Gruppen an Hobby-Spieleentwicklern, manchmal auch Profis, manchmal auch einfach Leute, die das mal ausprobieren wollen, zu einem festgelegten Thema innerhalb eines Zeitlimits ein Spiel entwickeln. Wir haben hier diese Webseite minibeansjam.de und da findet ihr alle Spiele, die für diesen Jam entstanden sind. Das Thema dieses Mal war, du solltest nicht hier sein. Was viele, ja, so ein bisschen Out-of-Bounds-Geschichten wohl angeblich zutage gefördert hat. Und das werde ich mir heute mal zu Gemüte führen. Zieht's euch rein, 17 Spiele. Die werden wahrscheinlich wieder unterschiedlichste Formate und unterschiedlichste Auflösungen haben. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass Budi und Simon dabei sind. Also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Viel Spaß. Das erste Spiel heißt Out of Bounds. Out of Bounds ist ein Puzzlespiel, was für unseren Game Jam gemacht wurde. Und nach einer Weile soll wohl angeblich etwas Seltsames passieren. Out of Bounds wird jetzt mal gespielt. Das sieht auch interessant aus. Das ist ein Small Indie Puzzle Game. Aber in 3D, also in der ganzen, in der 3D-Welt. Das sieht dann gleich immer wesentlich aufwendiger aus. Weil eben 3D, ne? Aber mal gucken, ist wahrscheinlich auch wieder nur ein Raum. Out of Bounds, das habe ich auch bereits runtergeladen von Fortunes Games. Okay. Das sieht so ein bisschen aus wie hier. Na. The Backrooms. So ein bisschen. Das ist so. So wie, oder ja, oder auch ein bisschen wie Portal oder so, keine Ahnung. Puzzle ist schon so ein bisschen Portal-mäßig. Mal gucken, wir schauen einfach mal rein. Okay, Settings, was kann man da wohl einstellen? Die Grafik auf hoch! Bei mir gibt's nur Graphics High. Jetzt stürzt es ab. Low, hallo? Ich habe mir nicht aus dem Grund einen neuen PC geholt, damit ich hier auf Low spiele. Wer bin ich denn? Oh, das ist ganz schön laut, ne? So. Okay, out of bounds. Ich bin nicht sicher, was das hier ist. Oder? Das sind natürlich irgendwelche, nehme ich mal an, irgendwelche Assets, mit denen sich schnell sowas bauen lässt. Okay, da geht die Tür auf und dann geht sie zu. Und wenn ich da drücke, ich drücke, aber da fällt... Ah, doch, jetzt geht's nämlich. Eben ging es aber nur nicht. Und wie kann ich den jetzt ablegen? So. Okay, jetzt wird wahrscheinlich der wird da drüben, ne? Er ist schon gut gemacht, muss ich sagen. Also dafür, dass es so ein kleines Minispiel ist, imitiert es so die Vorlagen eigentlich schon ganz gut. Da passiert nichts.
da passiert auch nichts. Das Einzige, was mir fehlt, aber das fehlt mir bei allen Spielen, so ein paar Soundeffekte, die einem dann auch mal bestätigen, ob man was richtig macht oder falsch. Aber wenn ich jetzt auf den dritten hier auch noch drauf gehe, mal gucken, was dann passiert. Absolut gar nichts. Das ist schon sehr Portal-Style, ne? Aha. Also so richtig. Was genau hier passiert, wenn ich da so drauf hüpfe, habe ich noch nicht ganz gerafft. Aber das soll man ja vielleicht auch nicht. Irgendwie klappt das nicht. Okay, out of bounds. Aber da muss ich doch irgendwie hinkommen jetzt. Musikloop durch. Eins, zwei, drei und hopp. Ich kann von da oben nicht springen. Warum nicht? Na gut. Irgendwas wartet da auf jeden Fall. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Wahrscheinlich könnte ich jetzt da drüben hinhüpfen, aber das würde mir auch nicht viel helfen. Aber, genau, da wollte ich nämlich hoch. Also ich muss eigentlich von dem einfach nur da hochspringen, ehrlich. Okay. Nein, ich hab's geschafft. Warum? Einfach nur rückwärts, okay. Ah. Nice. Okay, das war die Demo von Out of Bounds. Da bin ich ja richtig gut. Wieder ein Spiel durchgespielt heute hier. Da soll nur mal einer sagen, ich mache keine Let's Plays, die bis zum Ende gehen. Cool. Ich mag es, wenn Spiele, ne, wie nennt sich das, ihren Welcome nicht overstayen oder so. Also, wisst ihr, wenn es einfach eine kurze Experience ist, es nicht zu lange dauert und man sofort so ein Vertical Slice sieht vom Spiel. Und das war ein super Beispiel. Also sehr cool auf jeden Fall. Out of Bounds von... Das ist von Fortunes Games. Alles klar, dankeschön, Fortunes Games. Ja, wenn es eine Person ist, dann umso krasser. Und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Das nächste Spiel heißt Hunde müssen draußen bleiben von Verburner. This is a German game for a German game jam. Ja, sieht nach einem Minigame aus, alle Among Us oder so. Hilf an der Kasse. Was zum Teufel, okay. Bezwinge den Feind in der Haushaltsabteilung. Das, ja, da bin ich schon sehr gespannt. Ein Arcade-Spiel, in dem man als Hund in einem Supermarkt so viele Punkte sammeln muss wie möglich, ohne sich dabei von dem Personal oder den anderen Kunden schnappen zu lassen. Alles klar. Hunde müssen draußen bleiben. Okay, müssen draußen bleiben, aber der Hund mit dem goldenen Handschuh, der geht natürlich rein. Hilf an der Kasse aus! Was für ein Hund? Das ist ja lustig. Okay, das ist ja ein bisschen wie Among Us. Also diese Minigames. Das gefällt mir sehr gut. Oh nein, der alte Mann. Ach nee, wer ist das? Das sieht doch eher aus wie jemand mir hier mit so einer roten Kreuzhaube. Der will mir vielleicht helfen. Vielleicht will der mir die gelben Gummistiefel klauen. Oder er will mir einfach nur erklären, dass ich die gar nicht tragen sollte. Mein Gott, ein Hund, der im Supermarkt aushilft. Was kommt als nächstes? Oh ja, das soll ich das auflecken? Nee, geht nicht, ne? Hilf an der Kasse auf. Daraus. Immer noch aushelfen.
Warum hat der Schuhe an? Ist es, weil er sonst so viel Dreck reinschleift? Hat er die Schuhe überhaupt bezahlt? Oh, oh, oh. Ein Hundeleben. Was geht ab? Nein! Ein bisschen Brokkoli. Ein bisschen Brokkoli wäre jetzt gut. Das stimmt natürlich. Das ist immer gut. Ein bisschen Brokkoli ist immer gut. Okay, ich soll den zerbeißen? Den Besen zerbeißen, das ist keine gute. Das ist wirklich kein gutes Mission Management hier. Begib dich zu den Kühlregalen und belle das laute Kind an. Er ist nicht nur ein Helfer, er ist auf jeden Fall auch ein Problembär. Okay, was kommt jetzt? Neue Aufgabe. Wirf einen Blick in die Biotonne Tonne in der Nähe der Kasse. Scheiße. Es ist voll schwer. Es ist voll schwer, Leute. Wo ist denn die Kasse? Das hier ist die Kasse, ne? Nähe der Kasse. Oh, ist teilweise richtig schwer, weil die einen natürlich weiterverfolgen, während man diese Mission machen will. Mann, wir gehen hier aber langsam die Leben aus. Es ist Wunschwund. So, jetzt, komm, schnell. Was? Ach, ist das nervig. Okay, da kommen okay Sachen runtergefallen. Die muss ich rechtzeitig einsammeln. Gib dich in die Getränkeabteilung und inspiziere die Pfütze. Nicht sauber machen, nicht wischen, inspizieren. Ja, wuff, das ist eine Pfütze. Gucken wir mal, was... Ach, ich schaff's nicht mal dahin. Jetzt fühle ich mich irgendwie voll schlecht, weil ich das nicht geschafft habe. Eine Sache will ich aber noch machen. Finde und bezwinge den Feind in der Haushaltsabteilung. Er hier? Ah, okay. Ich kann also auch bellen und das wiederum erzeugt, nehme ich an, so eine Verdrängungsgeschichte. Aber der Haushaltsabteilung, okay, das muss dann ja, genau. Oh nein, der Feind ist der, ja klar, der Feind ist der Besen. Das ist völlig korrekt. Hunde mögen Besen nicht. Okay, das Kind quengelt nicht, aber es gehört trotzdem angebellt. Da, das ist das quengelnde Kind. Maul halten, Kind. Ich muss sagen, bisher macht mir das am meisten Bock. Findet Zahnpasta in der Haushaltsabteilung. Es erinnert mich vor allen Dingen an meine schlimmen Zeiten im Supermarkt. Wenn man nie das bekommt, was man eigentlich will. Hilf in der Lebensmittelabteilung beim Aufräumen. Lebensmittel, okay. Da. Mann, ey Leute, das kann doch kein Mensch machen. Ja, Punkte. 250 Punkte. Aber nur noch ein Knochen. Alter, die alten Leute, die mich da verfolgen, die sind ein großes Problem. Ich sag's, wie es ist. Die kaufen ja auch gar nicht. Die laufen einfach nur dem Hund hinterher. Ich finde Käse in der Lebensmittelabteilung. Da bin ich voll für. Bin ich sehr für zu haben. Wo ist die Lebensmittelabteilung? Hier links. Käse. Hier ist doch 100 pro Käse, oder nicht? Ah. Und, Oder spawnt der Käse einfach manchmal nicht? Oh, da ist er, ja, okay. Okay. Muss deutlicher sein. Nächste Mission, Haushaltspflicht. Ist das der Feind? Haushaltsabteilung. Oh nein. 425. Ah, da war gerade die Markierung. Der rote Kreis mit den Besen. Ich will einmal einen Besen besiegen. Dann haben wir es auf jeden Fall verstanden. Klopapier in der Haushaltsabteilung haben wir. Ist das hier so eine Diablo-mäßige Zufallsquest? Weiß das fette... Oh, ich weiß, wo es ist. Bist du das fette Kind? Lebensmittelabteilung und das fette Kind beißen. Haha, friss das. Ich meine, ich fress dich natürlich. Lebensmittel.
Aufräumen. Zieh dich. Oh ne, meine Quest ist gecancelt. Ab in die Biotonne. Ach, diese nervigen. Aber das ist nicht. Das ist blöd. Das ist zum Beispiel so eine Stelle. Ganz mal Kassa 2. Ah. Ja, das ist halt. Eigentlich müsste das Spiel pausieren. Also einen Spieler zu entwaffnen während eines Minigames und dann halt einfach Treffer zu kassieren, ist ein bisschen. Naja, wünscht man sich nicht als Spieler. Ah, oh, komm, ey! Wer sind diese Leute? Okay, das reicht. Aber ich muss sagen, das war bisher der King, King of Game, hier bei mir. Aber, ey, Grafik ist ganz cool. Und ich weiß ja nicht, wie viele Leute das waren. Wenn es nur einer war, dann ist es schon krass. Verburner. Ja, aber das war, Hunde müssen draußen bleiben. Ab zum nächsten Spiel. Ich habe ein Spiel runtergeladen. Das heißt Where Is It? Und das ist eine PowerPoint-Präsentation. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ein neuer Mini-Beans-Jam, ein neues PowerPoint-Spiel. So ist das Gesetz. Und hier ist auch wieder John Connor mit einem weiteren PowerPoint-Spiel. Ich bin sehr gespannt. Find 6 differences in 3 levels in the PowerPoint game. Each level contains a picture with many objects and sub-animations to show some progress. Das, da bin ich gespannt, weil ich finde der PowerPoint irgendwie sehr interessant als Tool. Ah, das ist lustig. Ich bin sehr, sehr gespannt. Alter, okay. Es gibt Sound und Musik und alles. Das erinnert mich hier an nicht Stanley Parable. Oder? Doch, Stanley Parable, aber so Spiele in der Richtung auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so der Style, auf den John Connor gehen will, so ein bisschen. Jetzt hab ich's. Geil. Where is it? Okay. Level 1. Okay, you shouldn't be here. Spot the difference. Batterie ist alle. Ey, finde ich eine super nette kleine Idee. Und smart umgesetzt, halt so mit PowerPoint. Möchte ich auch lernen. 6, 6. Oh yeah. So, jetzt habe ich alle geschafft. Und jetzt? Batterie, fehlt noch was oder wie? Hä? Habe ich das nicht schon geschafft? Okay, da ist nix. Da ist auch nix. Ah, hier. Simpel eigentlich. Wie ist noch was? Oder verändert sich jetzt irgendwas anderes? Nee. Okay, hier ist ein Schiff untergegangen. Einfach so. So, ich will jetzt ein Level will ich schon schaffen. Bevor ich weiter gucke. An der Mauer ist nichts. Das. Badewanne. Schwarzes Schiff. Ach, es muss sogar die richtige Reihenfolge sein, oder? Oder? Ist es die gleiche Kiste quasi, wenn ich jetzt hier draufklicke? Aha, okay, es muss sogar die richtige Reihenfolge sein. Also zuerst der hier. Dann schaltet das die Kiste frei. Okay, verstehe.
Jetzt tropft der Hahn. Und jetzt muss es. Und jetzt muss es was Neues. Okay, jetzt ist sogar etappenweise. Ach, okay, jetzt wird. Okay. Ja, shit, okay. Jetzt macht das alles viel mehr Sinn. Jeder Schritt hat einen eigenen Unterschied. Das ist ja. Okay. Ja, okay. Verstehe. Diese Info hat mir, glaube ich, gefehlt. Ich weiß nicht, ob sie auf der Webseite drauf stand, aber bestimmt, ey. Aber es ist so. Oh. Okay, ja, jetzt. Ich hab's raus, Leute. Das ist ja. Cray. Die sind hier doch bestimmt irgendwo geflippt. Aha, Idioten. Oh nein, Mama Mia. Wie heißt dieses Schiff nochmal? Dieses Schiff natürlich, wo der Captain geflohen ist. MSN Messenger natürlich. Okay, eins fehlt noch anscheinend. Sonst würde mich das Spiel ja weiterlassen, oder? Aha. Haha, okay. Ja, okay. Ja, gut. Easy. Also nicht easy, aber wenn man es gecheckt hat, dann ist man nicht mehr so dumm. Das ist richtig, richtig wichtig und gut. So, erstes Ding. Dann haben wir neue Dinge bestimmt, neue Sachen, die dazu gekommen sind. Affen. Löwen. Giraffen. Aha, Pinguin war falsch. So, next. 4 Fenster. Alles safe soweit. Sonne gut. Wieder zurück. Die Schlange wieder zurück. Ist das hier Noahs U-Boot? Wegen diesem Türmchen hier oder so. Der Noahs Flugzeugträger meine ich natürlich. Schwein ist verkehrt rum. Muss sich umdrehen. Meteorit. Oh nein. Die Dinosaurier sterben aus. Moment, was? Wo sind wir hier? Wenn man es einmal irgendwie drin hat, dann ist es super schnell. Letztes Ding. Wie kann das sein, dass ich nichts sehe? Wieso bin ich blind? Blind sein ist scheiße. Kann man nichts sehen. Ist eine Scheiße. So bin ich blind. Wieso bin ich blind, Mann? Ich check es einfach nicht. Wie viele Beine kann ein Tier denn bitte haben? Also, wie viel davon? Wie viele Beine, mal ganz ernsthaft? 4, oder? Ne? Normalerweise 4. Aber vielleicht hat das diesmal 3. Oder ist irgendwie anders special. Da, 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 da. Oh fuck, die Fenster. Oh mein fucking Gott. Okay. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh, es fühlt sich so dumm an, wenn man das rausfindet am Ende. So, das sollte ja relativ easy gehen am Anfang, oder? Sagt man so vielleicht? Oder ist hier wieder so ein Haus geflippt? Oh, meine Fresse. Das hat gedauert. Das ist okay. Keine Flippungen mehr hier, oder? Doch, hier die erste Flippung. Was? Das kann doch nicht sein. Aber das ist doch gespiegelt, die Scheiße. Guckt euch das doch an. Das hier ist doch eiskalt gespiegelt. What? Hier, guck mal, hier ist ein Unterschied. Oder? Oh, ich glaube, ich habe Hallus, ey. Aber das sieht schon anders aus.
Hier ist mehr Unterschied. Also warte mal. Hier ist ein Pixel mehr als hier. Wieso zählt das nicht? Jetzt sehe ich schon Sachen, die gar keine echten Rätsel mehr sind. Oder was? Mann. Hier, aber das ist doch, das sieht man doch, oder nicht? Seht ihr das nicht? Hier, diese Tür. Das da. Absolut. Absolut unmöglich. Warte mal, Wolken. Wolkencounter. Das ist genau der gleiche Fehler. Aber ey, das ist doch wohl nicht. Zieht euch das doch rein, das ist es doch hier. Ich meine, wenn du davor so Sachen machst wie gespiegelte Kisten und sowas oder um 3 Pixel verschobene Fenster und dann hier aber sagst, nee, das ist nicht. Also, ich weiß ja nicht, sorry. Sorry, aber. Nee. Das wird jetzt gereviewbombt auf Metacritic. Dieses Spiel. Dieses gottverdammte Spiel. Intelligenz. Bin ich nicht mit gesegnet? Oder einfach. Gedächtnisverlust. Ich hab keinen Plan. Zieh dir diese Scheiße rein. Als ob ich hier wüsste, wo das Rätsel hier ist. Oh, leck mich am Arsch. Es ist doch unglaublich. Wo ist das Ding, was ich hier richtig lang suchen denke, der Song? Er hört einfach auf, weil ich keine Lyrics mehr im Hirn hab. Lyrics im Hirn. Ist ein Haus gespiegelt. Das sieht nicht so aus. Das ist aber Bullshit. Maus. Hausmaus. Nein. Fucking hell, was zum Teufel? Das ist doch unglaublich. Die Musik verhindert, dass ich wahnsinnig werde. Andererseits auch wiederum nicht. Nee, wo denn? Ach, was? Alles von vorne oder was? Oh, ups. Okay, na gut. Oh, nee, Digga. Also, was ist die Lösung? Was ist denn die Lösung? Es ist ja auch nicht. Ich kann doch nicht gucken, was die Lösung ist, weil es einfach. Bearbeitung aktivieren vielleicht? Nee, ich bin zu dumm, um das, selbst hier, selbst im Cheat-Modus kann ich es nicht peilen. Oh Gott, ich bin zu dumm. John Connor, ich bin einfach richtig dumm. Selbst mit Cheats, aber seien wir mal rein theoretisch, ne? Gehen wir hier mal durch. Was erwartet uns denn, wenn wir alles hätten? Okay, einfach nur die Folien. Ja, verstehe, na gut. Ey, ich bin zu dumm, sorry. My bad. Aber smart, ey. Das ist sehr, sehr, sehr lustig zu sehen. Das ist echt interessant. So komplett
in PowerPoint gebaut. Super geil. Gucke ich mir in Ruhe mal an. Kudos. Absolute Kudos. Ich habe schon mal andere Projekte gesehen, die in PowerPoint realisiert wurden. Und da finde ich immer wieder lustig. Es ist einfach, ja, bist halt irgendwie limitiert, aber geht halt trotzdem, ne? Cool. Und guter Artstyle, also finde ich nett. Von John Connor, Rue 8. Cool, Mann. Wie heißt es denn diesmal nochmal? Where is it? Von John Connor. Also, ja, crazy. Bevor ich hier noch weiter Konzerte zum Besten gebe, gucken wir uns einfach das nächste Spiel an. Next one. Ah, guck mal, das hatte ich schon preloaded. Ich lade das nochmal. So, und das ist ein Spiel, das heißt Eraser. Das sieht geil aus. Geile Animation, geiler Style. Ja, aber coole Optik. Jetzt kann ich mich bewegen. Ach, wie lustig. This is no place for you. Portland's right here. Try to find anything. Das ist wie so ein Granite Launcher, ist das. Ist das das Portal? Ja, okay. Kann ich die einsammeln? Wie? Was leuchtet hier rot? Okay, die kann man abschießen. Oh, woran? Das erinnert mich an hier Vampire Survivors. Wenn ihr das kennt, dieses 2,50 € Spiel oder so, was jetzt gerade so derbe durch die Decke gegangen ist vor kurzem. Wo es einfach nur quasi so ein Twin-Stick-Shooter ist mit einem Progression-System. Progression-System werden die hier wahrscheinlich nicht haben, ne? Aber ey. Gut, dass die Hitboxen so großzügig sind. Finde ich zumindest. Ah, es ist aber ganz Ich kann auf jeden Fall spammen, das fühlt sich gut an. Okay, das ist auch schon mal gut. Guck mal, ein laufendes, ein springendes Bein. Artstyle gefällt mir voll gut. Und irgendwie, man ist selber so eine laufende Jogginghose. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich sollte halt nicht hier sein. Also, scheinbar. Was ist das? Ah, guck mal. Es gibt. Ist das ein Sound? Es gibt so ein gelbes, weißes Ding hier, was da hochfährt. Da geh ich doch mal hin. Das ist doch bestimmt ein Cube. Dieser Orleans. Okay, jetzt ist viel, jetzt ist voll. Viel. Nett. Voll gut. Mir macht's voll Spaß. Gibt dieses gelbe Licht überhaupt irgendwo hin? Bam! Hä, wo ist denn das hin? Da. Hey, vielleicht laufe ich auch einfach in die falsche Richtung. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich. Ich finde es ganz cool, dass die Projektile abprallen. Das ist wirklich. Irgendwie ganz nett. Es gibt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen mehr. The Guardian will crush you. Was? Wie Guardian? Großen Guardian. Ich mag's. Die drei Punkte auf jeden Fall nicht. Okay. Dich habe ich länger nicht noch in die Raum bekommen. Du hast es auf dem Leben auslöschen. Warte, bis ich dein Leben auslösche.
Warte, bis ich den Pass mache. Sehr gut. Okay. Mein Leben. Mein Leben. Ei, ei, ei. Es ist schon so ein bisschen Silent Hill-Vibes mit den nicht ganz klar definierten Silhouetten irgendwie. Muss ich den jetzt einfach zuspammen mit meinem Scheiß? Boah, geht weiter. Auf, Junge. Also, ja, jetzt ist er platt. Okay. Hab ich geschafft. Ist das ein Nest oder was ist das hier? Das sieht eklig aus. Sieht aus wie ein Spawner. Bumm. Und jetzt? Und wieder von vorne. That place you erased all life in it. And that is the end of Eraser. Thanks for playing. Nice, okay. Respekt, sehr gut. Fand ich geil. Cool. Hm? Super cool. Ganz ehrlich, auch hier wieder, ne? Mit dem Welcome over Stain. Sehr gut. Also, ich finde die Optik geil. So ein Vertical Slice, ne? Viel mehr muss es ja nicht sein. Es ist witzig, dass der Kompass in dem Hub funktioniert hat. Aber gut. Ja, geil. Dann würde ich sagen, ab zum nächsten Spiel. Und jetzt kommt zu dem Thema, wie alle Spiele, du sollst nicht hier sein, das Spiel. Oh, hier Museumsausflug, das klingt interessant. Start! Aha, okay. Das gefällt mir natürlich sofort sehr, sowas. Ich bin ja großer Fan von Vogelsimulatoren. Aber wie kann man hier ein bisschen höher fliegen? Ach, auch mit der Maus, okay. Ah, okay. Habe ich jetzt? Ah, okay. Aber wo ist das Nest? Okay, interessant, interessant. Ist natürlich jetzt, wenn man überlegt, oh, da ist eine Katze, da will ich auf jeden Fall nicht hin. Wenn man sich überlegt, dass das ja alles in kürzester Zeit entstanden ist hier, muss man sagen, ja, so sieht's auch aus. Nein, aber ich mache mir zwar lustig, aber weil es so einfach ist, ne, weil es so einfach ist, sich darüber lustig zu machen. In Wirklichkeit könnte ich ja eben nichts von alledem bauen. Und ich meine, allein das hier, es macht schon ein bisschen Bock. Ich meine, ich will jetzt auch nicht zu viel erwarten von so einer Art Spiel, ne? Ah, leider Katzenfutter. Okay, ich weiß nur nicht genau, was man hier eigentlich machen sollte. Ist das hier das Nest? Ja. Okay, eins habe ich. Okay. Ich glaube, Sound ist nicht da. Und wo sind die Wächterkatzen? Das frage ich mich gerade. Ach, das Juwelen, wir sind ein Juwelendieb. Leider ist die Klimaanlage defekt, dafür sind immer Fenster offen. Diebstahl unerwünscht. Das heißt aber nicht verboten, das heißt nur, dass jemand nicht so Bock drauf hat auf Diebstahl. Ja, aber das ist ja auch eine individuelle Sache, wie viel Diebstahl du wirklich haben willst in deinem Leben. Da geht's hin. Snap, 2. Okay, so, wie kommen wir jetzt da rein? Boah, Steuerung. Ich krieg's du gerade nicht. Da, da sind Wächterkatzen. Oh. Okay. Och Mann, ey, echt. Ah, komm. Jawohl. Ey, komm, ich bin doch schon jetzt mal ernsthaft. Ich bin doch drin, das sind doch die Fenster. Ja, vielleicht sind die zu und ich sehe es noch nicht. Da kann ich schon mal nicht lang, aber das sieht so aus, als könnte ich da hinfliegen. Ey, was ist denn hier? Was ist das denn? Ist das Fenster zu? Da hätte ich mir gewünscht, dass man nochmal sieht, ob das Fenster auf oder zu ist. Ich nehme an, es ist immer nur da, wo die Katzen. Ach komm, oder was? Wollen die Besitzer einfach Katzenfutter sparen und haben deswegen die Klimaanlage aus, Fenster auf und die Katze daneben? Ich versuch's noch einmal und dann switche ich das Spiel. Snap 1. Super schnell.
Und mal gucken, wo hier der Eingang ist. Die Steuerung ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Mit der Maus steuert man. Damit kannst du die, also die Höhe und die Richtung wechseln. 2. Da sind jetzt Wächterkatzen. Die habe ich gerade aufgefuttert. So, noch mehr Wächterkatzen. Aber irgendwie, ich glaube, da ist doch Glas vor, oder was? Auf jeden Fall schimmert da etwas. Da sind die Wächterkatzen. Kann ich hier rein? Yes. So. Hoch. Das hier der Ausgang? Ja, okay. Geil, ich hab's. Einmal probieren wir es noch. Komm, kurze Erklärung. Du solltest nicht hier sein. Third Person Roguelike. Du bist eine Elster, welche ein Juwelenmuseum ausrauben will. Na, immerhin der Elster, ne? Wächterkatzen stehen dir im Weg. Nutze deine Fähigkeiten, um 4 Juwelen zu erbeuten und in dein Nest zu bringen. Maus ist Drehung und Tür. Space ist der Elsterblick. Was ist denn der Elsterblick? Ich drücke Space und fliegt halt geradeaus. Der Elsterblick, da sehe ich da wahrscheinlich die Juwelen, ne? Aber vielleicht sollte ich mir auch erstmal diesen einen Juwelen hier holen. Wenn der einfach so rumliegt. Was, ist der jetzt weg? Das sind ja Lügenjuwelen. Das ist ja eine verlogene Scheiße hier. Ich will die jetzt einsammeln. Zack, zoink. Okay, der Elsterblick bringt mir auch nichts. Ich hätte lieber den Alsterblick. Hey, und das jetzt? Was heißt das? Okay, ich drücke. Also, so richtig. Alter, ich hab den ja schon. Was mache ich? Wohin mit dem Juwel? Das ist ein guter Gag. Durch Elster habe ich auch sehr viel Geld verloren. Ja, das ist diese Steuerspaßsoftware. Das Problem ist, die macht es halt so gut, dass man keine Steuern mehr spart. Man spart am meisten Steuern, wenn man Fehler macht. Ah, da habe ich hier schön den abgelegt. Ja, da werden sich meine kommenden Elster-Generationen werden sich freuen darüber, dass ich hier diesen wunderbaren Juwel 2 Meter neben dem Ort, an dem ich es gestohlen habe, abgelegt habe. Oh. Macht euch nicht über die Flügelbewegungen lustig. Ihr wisst ja nicht, vielleicht ist es so schnell, dass ihr nur das wahrnehmt, weil ihr eben nur 25 Frames seht. Ne? Aber in Wirklichkeit bewegt die sich so schnell, dass es verschwimmt vor euren Augen. Okay, ich dachte ja, ich muss rein. Scheinbar muss ich aber nicht rein für die ersten Juwelen. Jetzt aber schon. Ne? Jetzt ist nämlich keins mehr da. Ey, ist jetzt ja vor jedem Fenster eine Katze oder was? Das glaube ich nicht. Da, sage ich doch. Also, hä? Das ist der Elsterblick und der zeigt mir jetzt an, wo ich überall lang darf oder wie. Ich muss ja sagen, das Spiel, ein bisschen beschäftigt mich das ja schon. Ich will halt wissen, ne, und eigentlich müsste ich der ja dann... Aber ja, wir gehen hier mal rein, zack, bumm. Das müsste doch alles gewesen sein, ne? 4 Diamanten oben, 4 Rubine haben wir jetzt. Glückwunsch, du hast gewonnen. 122 Sekunden, okay. Es hat die Zeit ist unten, ist der Cooldown für meinen Rabenskill. Das ist gar nicht der Countdown für die... okay, falsch eingeschätzt. Never mind, okay. Das ist, verstehe. Verstehe. Ja gut, dann aber, ich kann den jetzt auch noch benutzen, nachdem ich durch bin. Okay. Was? Och nö, komm. Ja. Also die Range von den Viechern ist halt massiv. Roguelike ist wahrscheinlich einfach nur, weil die Position der Diamanten zufällig platziert ist. Also, weiß nicht, ob das schon für die Definition von Roguelike reicht. Ach komm, ey! Na gut, okay, es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein. Okay, das war... Museumsausflug von Cola Alchemist. Unity, Objekt Design, Texte mit GIMP. Das finde ich immer nett. Und von Cola Alchemist. 48 Stunden. Scheinbar allein dran gebaut.
Ich meine, es ist ein Ein-Mann-Projekt und es sind 48 Stunden. Und dafür, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, ganz ehrlich. Ich bezweifle es stark. Insofern, danke für diesen Beitrag, Cola Alchemist. Wir machen weiter mit dem nächsten. Oh mein Gott, was habe ich da entdeckt? Ein Loch im Baum, geil, Mann. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. So, das nächste Spiel ist Get Out of Here von Jan Dele oder Jandel. Get Out of Here. Get Out of Here. Okay. So, Cats Invading. Ah, was? Okay, das war... Wo bin ich? Okay. Der Name ist Programm. Das ist Drucken. Oh, edel. Was denn? Bin ich die Katze? Oh. Aus mit dir. Hat's funktioniert? Ich hoffe doch. Bin ich die Katze? Oder ist es... Oh. Ja, ja, so nämlich. Raus. Okay, aber das ist derbe witzig. Wie viele Katzen sind in diesem Haus? Ich wohne hier. Wo? Wo denn? Da. Ein Haus, hey. Raus. Wo? Da. Raus. Ey. Ich weiß, ich hab keine Katzen. Da kommt. Nee. Wo will die hin? Wie die mir einfach direkt ins Haus gesprungen ist. Die Sau. Ich find's gut. Ich mag die Katze, wenn man sie trägt. Wie unschuldig sie guckt. Okay, sehr gut. Es wäre geil, wenn sie auch noch so in den Möbeln drin wären. Einfach überall, weißt du? So hier hinter, im Schrank, im Piano. Wäre richtig geil irgendwie. Aber ich hör noch eine. Hallo? Ich habe mir hier extra... Oh, wenn man vom Teufel spricht. So. Perfekt. Okay, das ist genau das, was ich wollte von diesem Spiel. Ziel erreicht auf jeden Fall. Was sind hier noch mehr von diesen beschissenen Katzen? Ich habe kein Problem mit Katzen. Aber wenn sie in mein Haus, oh mein Gott. Wenn sie in mein Haus kommen, müssen die raus. Raus. Nein. Komm zurück. Ist das Ducken auch ohne Animation? Kann ich dich runterspülen im Klo? Ey. So. Ey. Ah. Die schlimmsten Katzensounds der Welt, ey. Warte, ist das? Nein, es ist keine Katze, es ist nur eine Lampe. Oh mein Gott! Raus mit dir, oh mein Gott! Wie kommen hier die ganzen Katzen rein? Was ist hier los? Was habe ich getan? Habe ich einfach Fisch gekocht, ey. Fisch und Katzenminze wahrscheinlich. Die einzige Erklärung dafür, wie die ganzen Katzen hier reinkommen. Gott, ey. Fisch und Mäuse und Katzenminze. Mega witziges Konzept. Geil wäre, wenn es noch ein Ende gäbe. Das wäre natürlich richtig nice irgendwie. Oder, keine Ahnung, vielleicht sogar eine ganz kleine dumme Story irgendwie. Die man am Ende auflöst, indem man, weiß ich nicht, zu 30 Katzen irgendwie rausfischt. Die Sounds sind einfach auch so geil, ey. Das ist so richtig dumm, ey. Diese unglaublich traurigen Katzen, die einfach nur so richtig derpige Sounds von sich geben. Na? Ah, aha. Bin mir nicht ganz sicher, wie lange das hier geht. Ich fange jetzt noch eine und raus, ey. Kann ich auch abhauen? Ich kann auch abhauen. Wie weit kann ich abhauen? Ich frage mich, wie weit ich zurückgehen kann. Ich habe wirklich zu viel Stanley Parable, glaube ich, gespielt. Ich stehe auf sowas, so
Ja, you shouldn't be here. Ich mache jetzt auch genau das so. Ich sollte nicht hier hinten im Level rumrennen. Das macht keinen Sinn. Mich interessiert, wie groß das Level angelegt ist. Ja, komm, ich höre jetzt auf. Sehr gut. Sehr gut. Das war doch gut. Get out of here. Von Jan Dede. Aber alleine? Nee. Okay, er hat auf jeden Fall so hier Assets benutzt aus dem Store unter anderem. Props, Katzen-Soundeffekte, mein Bruder. Ah, okay, sehr gut. Von Bruder von Yandel. Sehr gut. Das ist ja schon mal geil, ey. Also, mega witzig. Also, das Gute an Assets ist natürlich, dass sie einem dann die Möglichkeit geben, schnell Sachen zusammenzuschustern. Das muss man ja auch schon sagen. Also, sie haben durchaus eine Daseinsberechtigung, besonders wenn es dann um Zeitdruck geht. Aber ja, cool ist natürlich, wenn man auch irgendwie den eigenen Stil sehen kann oder so. Wenn ihr einen Artist habt, wenn man natürlich keinen hat, dann ja, was bleibt denn anderes übrig? Nee, mega witzig auf jeden Fall, dieses Konzept. Ja, sehr geil. Nächstes Spiel. Flashes and Agents. Heißt es nicht Flashes and Agents? Aber ja, auf jeden Fall von HTX Game. Moment, die kenne ich doch irgendwoher. Against the Clocks, was war das nochmal? Ach, das Ding, ja. Ja, okay, ich erinnere mich. Das war simpel. Hatte das überhaupt jemals Sound? Haben die hier Sound? Links, rechts, Springen und RAM-Attacke. Okay. Blitzer ausweichen, Punkte einsammeln. Agenten können mit der RAM-Attacke. Ich bin ja grundsätzlich ein großer Fan von RAM-Attacken, weil die sehr direkt sind, sagen wir mal so. Direkter Kontakt mit dem Gegner. Projektile sind schön und gut, aber eine gute RAM-Attacke, das ist halt was Persönliches. Und deswegen bin ich gespannt, wie HTX Games das umgesetzt hat. Wir gehen mal rein. Wow, Moment. Geht sofort los. Okay, also. Ich bewege mich damit. Ach, ich bin der kleine Gelbe, okay. Und L war RAM-Attacke oder so? Okay, das ist aber eigentlich ganz cool. You should not be... Ah, okay. Ja, ich verstehe. Warte mal, meine Maustaste muss hier mal aus dem Bild. Ist natürlich 1:1 Auflösung. Ist ein bisschen tricky. Oh mein Gott. Warte mal, ist das vielleicht ein bisschen laut? 1:1 Auflösung ist schön und gut, aber vergiss nicht, das Bild am Ende zu skalieren. Weil dann ist das Fenster nicht so winzig. Oder halt, ich weiß nicht, ich glaube, er skaliert schon ein bisschen. Vielleicht mal 2, aber mach mal ruhig mal 3 mindestens. Also J ist die RAM-Attacke. Aha. Ja, geil, okay. Au. Alter, okay, shish. Boom. Ja, okay, ich verstehe. Klassische Highscore-Jagd auf jeden Fall. Das erinnert mich an so alte Arcade-Spiele irgendwie. So, oh, ich habe jetzt keinen Titel parat. Was ist eigentlich das schwarze Ding da? Wow. Aber auch, okay, es ist ein Koopa. verstehe. Natürlich, ja klar, Mario Brothers, das Original, ist auch so ähnlich. Also das Original Mario Brothers, wo man auch diesen Multiplayer hatte mit 2 Spielern, wo die Gegner aus den Rohren kamen und so. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Okay. Ja, aber ey, ganz ehrlich, ich finde das gut, dass sich da jemand nicht übernimmt, sondern einfach sagt, ey, ja, das ist jetzt einfach simpel und ich krieg das hin, so. Und halt nicht noch versucht, einen Multiplayer dazu zu bauen oder irgendwie groß mit 3D oder so. Nein, das braucht es ja nicht. Ein Spiel funktioniert, also das hier funktioniert für mich. Und mehr will es auch nicht sein, mehr muss es auch nicht sein. Ne? Das sind 48 Stunden. Ich finde das Konzept gut. Hier, klar, man kann sagen, ey, Grafik, irgendwie Hintergrund wären nicht schlecht. Oder was weiß ich, die Skalierung des Spiels wäre ganz geil, wenn das jetzt irgendwie mal
mal 3 oder so wäre, dann hätte ich auch diese scharfen Pixel jetzt anbieten können in meiner skalierten Ansicht. Aber OBS will da irgendwie interpolieren, wie es aussieht. Was natürlich blöd ist für so ein pixeliges Spiel, ne? Das ist ja klar. Nee, ey, aber da sehe ich halt, dass das kann man länger spielen, wenn man will. Das kann man kurz spielen. Das ist genauso, wie ein Game Jam-Spiel sein sollte, finde ich. Kurzweilig, simpel zu verstehen. Also nicht irgendwie 30 Millionen Regeln, Bedingungen, falls XY passiert. Also man muss nicht eine Seite lesen, erstmal um die Steuerung zu begreifen, was macht, was wie simuliert wird. Bin ich ein großer Fan von. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal so ein Rage-Problem mit diesem Zugspiel, wo ich einfach so gedacht habe, ey, warum mache ich das hier? Worauf muss ich denn sonst noch irgendwie alles achten? Das war aber auch am Ende, nach irgendwie 15 Spielen oder so, ist man vielleicht auch ein bisschen reizbarer, keine Ahnung. Nee, aber das finde ich geil. Also wirklich, keep it simple, stupid. Und das ist ein ganz klares Beispiel von, ja, ehrlich, simpel und nicht zu komplex. Also halt, ne, keine Ahnung, so wie es sein soll irgendwie. Geil. Von wem ist das jetzt nochmal? Das ist doch hier, ach ja, immer noch HTX Game, ja. Ey, ich finde, wenn ich mich korrekt erinnere, also vom letzten Mal finde ich das hier sogar geiler als das letzte. Deswegen, nur noch ein Hintergrund und vielleicht Soundbalancing, weil die Soundeffekte sind immer so, buff, buff. Also die pieken halt im Vergleich zur Musik. Ja. Aber sehr geil. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel. Medieval Alien von Gesuriva? Das erinnert mich an irgendwas. Okay, also er sagt, oder sie, die Assets sind nicht selbst gemacht. Das schon mal vorab. Mal gucken, wie sie zusammengesteckt sind und was das dann am Ende ist alles. Exploring the Earth, your ship broke and fragments scattered around. The return home, you need to collect all the missing parts. 8. Beware of the guard. Okay. Ups. So. Ach, lustig. Warte mal, ich muss die Sachen aufsammeln, ne? Okay, hier kann ich aber nichts aufsammeln. Was für Guards eigentlich? So, okay, hier ist ein Weg. Visual ist Guidance. Da sind Guards, okay. Zum Glück sehe ich wirklich aus wie ein Kaktus, ne? Ich habe auf jeden Fall keinen Sound. Ich weiß nicht, ob Sound da sein sollte. Schade, dass es keinen Sound gibt. Okay. Und gut, dass sie so blind sind, die Jungs. Dass man selber so schnell ist. Irgendwie fände ich es geil, wenn man so Kommandos-mäßig die Sichtkegel sehen würde. Oh, das ist bestimmt ein Teil, ne? Oder? Nein, ja. Das sieht doch hier alles nach Teilen aus. Kann ich das nicht benutzen oder ist es einfach... Okay, das ist das Hauptschiff anscheinend. Aber dann... Dann muss es doch hier sein, sage ich mal so. Irgendwie muss man die Teile noch ein bisschen geiler markieren. Also klar. What the fuck? Okay, das war das. Okay, Kamera. Das sind schon zusammengehackte Assets, das muss man ja dazu sagen. Die passen noch nicht 100% zusammen, aber ey. Mal gucken. Ja, was ich sagen wollte, auf jeden Fall, ich unterscheide bei Game Jam-Spielen schon so ein bisschen, oder das ist mir die letzten Male auch so ein bisschen aufgefallen. Es gibt selten das, dass du
eine gute Präsentation und eine gute Spielmechanik hast. Ich weiß, man muss sich auf eine Sache konzentrieren, besonders unter Zeitdruck. Aber optimal ist natürlich irgendwie, dass man so ein bisschen beides hat, ne? Diesen Polish, also dass man so einen Look hat. Das hier hat einigermaßen einen Look so, aber fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn zuerst die Assets rausgepickt wurden und dann das Spiel sich ausgedacht wurde. Okay, 1 von 8 habe ich. I. Achso. Ich halte mich mal am Rand. Die Guards laufen. Da sind die Guards. Wo sind denn die Teile? Und was passiert, wenn ich auf einen Guard treffe? Ja, Entschuldigung. Ey, mein Alien hat einen Phaser, aber ich kann nicht schießen. Das finde ich ein bisschen frustrierend. Ah, hier, guck mal, hier ist doch so ein... Hier ist doch bestimmt was. So, ich... Da ist doch ein Teil. So, habe ich. Wie, jetzt habe ich die anderen alle verpasst? Was passiert? Ah, okay. Es stellt sich langsam so eine leichte Frustration ein. Die Leere füllen würde Sound. Sound würde diese Leere hier füllen. Das wäre halt geil, einfach irgendwas zu haben. Aber ja. Sad face. Wie gesagt, dieses Bild hier. Oh. Okay. Ah. Lifehacks. Also, ganz offensichtlich ein Loch im Fluss. Warte mal, kann ich das dann auch überall machen? Weil, wenn ich das kann, kann ich hier dann auch einfach durch den Zaun glitschen, vielleicht? Weil wenn ich hier nicht durch kann, oh, okay, das macht er also doch. Yo, what? Okay, das ging also doch. Hä? Aber dann peile ich das nicht. Moment, muss man erstmal alle Teile in einem Bereich eingesammelt haben, damit man zum nächsten kann oder was? Ist das so? Ist das so linear? So gelockt einfach? Ah. Oh, shit. Oh. Ah, oh, kaum schon. Habe ich hier irgendwelche Parts schon verpasst? Weil ich bin ja eigentlich hier die ganze Zeit schon rumgereist. Nee, ne? Ist ja auch nicht. You shouldn't be here. Ja, ich guck mal kurz. Zack. 1. Ich durchkämme die Wüste. Irgendwie sehe ich nichts. Zwei. Ein Guard hatte ich gesehen. Da war es nicht. Wo sind denn die Teile, sag mal? Ey. Naja. Nö, irgendwie finde ich die Teile nicht. Oder ich bin blind. Ich verstehe es ja. Aber jetzt fühle ich mich noch dümmer, sozusagen, weißt du? Irgendwie Feedback, irgendwie ein Pling, wenn ich was einsammle. Gib mir irgendwas, was... wo ich das Gefühl habe, dass es sich gelohnt hat. Und dann halt auch dieses Einschränken, in das nächste Gebiet zu gehen, solange man nicht alle Teile gesammelt hat, dann mach doch einen Counter für jedes Gebiet oder so, oder so einen unterteilten Counter. Ach, wobei, das wäre wahrscheinlich einfach nochmal unnötig kompliziert, ich weiß doch auch nicht. Ah. Ist in meiner persönlichen Wertung Mittel, dieses Spiel. Grafik-Assets sagen wir gut ausgewählt wahrscheinlich dann.
Aber man sieht natürlich, dass sie aus verschiedenen Quellen verschiedene Polycounts haben und so. Mann, war das knapp, ey. Da hätte ich fast den einen Typen erwischt. Okay, das heißt aber, bevor ich nicht 4 Teile eingesammelt habe, oder wie viele auch immer es in diesem Gebiet ist, das ist ja auch das Ding, ich weiß nicht, wie viele es in jedem Gebiet gibt, kann ich nicht über diese Brücke, ne? Oder wie verstehe ich das? Ach, du kleiner Hund. Wieso spiele ich denn jetzt schlechter als beim ersten Mal? Das ist doch unglaublich. Ah, Mann. Ja, okay. Macht mich pisst. Ich sollte wieder mehr normale Spiele spielen, wahrscheinlich. Ich glaube, das sollte ich mal wieder tun. Wann habe ich zuletzt was also so ein richtig standardmäßiges AAA Ubisoft-Ding? Das, ja, das werde ich wohl dann irgendwann. Oh, aber nee, nicht Ubisoft, Alter. Oh. Nicht grafisch, sondern einfach vom Gameplay her. Es ist einfach immer das Gleiche. Es ist Laufmarke ab und hör dir Leute an, die labern und vielleicht interessiert dich die Story ja, aber eigentlich normalerweise nicht. Guck mal, okay, jetzt weiß ich, im ersten Gebiet sind 2 Stück. Da kann ich ins zweite Gebiet, wo dann wahrscheinlich auch wieder 2 Stück sind, vielleicht. Sieht doch nach einem Teil aus, ja, 1. Das wäre halt geil zu wissen, okay, ne? Du hast in diesem Gebiet jetzt deine 2 Parts eingesammelt und ab jetzt kannst du ins nächste Gebiet. Irgendwas, was mir das kommuniziert. Und manchmal habe ich das Gefühl, hier, wenn ich nach hinten laufe, ist die Kamera, also die Kamera müsste sich nach vorne oder nach, also in die Richtung schieben, wo ich hinlaufe sozusagen, damit mir das nicht passieren kann, dass ich gleich in so einen Wächter reinlaufe, wenn ich nach unten gehe, einfach nur, weißt du. Ich sehe ja dann nicht, was kommt auf die Entfernung. Das wäre halt ganz geil. Also, okay, das müssten ja jetzt alle gewesen sein für diesen Bereich, ne? Das heißt, ich kann jetzt bestimmt weiter. Immer 2 Stück pro Area. So. Ah, ja. Nee, nix. Bin ich jetzt versteckt vielleicht? Okay. Da muss ich da doch durch. Also, wenn wir davon ausgehen, dass in jedem Bereich 2 Stück sind, dann war das hier. Oh. So. 6 von 8. Jetzt nicht erwischen lassen. Okay. Oh, das ist aber versteckt. Nur noch 1. Nur noch ein letztes Teil. Nicht, dass hier am Ende jetzt auf einmal 30 Typen rumlaufen. Und wo muss ich das dann hinbringen? Wie war das denn nochmal? Wenn ich jetzt alle 8 habe, wo muss ich dann nochmal hin? Aha, letztes Teil. So, jetzt habe ich ja 8 von 8 Dinger. Jetzt kann ich durch das Schloss durch. Muss ich wieder zurück zu meinem Schiff komplett durch diesen ganzen Scheiß mit der Kamera, die sich nicht richtig nach vorne bewegt, wo ich halt blind bin dann. Och nö, das ist ja wirklich, oh mein Gott, wo bin ich, what the fuck? Alter, okay. Ja, das ist ja dann richtig so pixelweise sich bewegen, ne, weil, oh fuck. Die Range ist halt so klein. Ich könnte halt einfach richtig krass in einen reinlaufen und ich würde es nicht sehen, weil die Entfernung der Kamera jetzt natürlich winzig ist, nicht vorhanden ist. Naja. So, ich glaube, das reicht mir, glaube ich, mit Medieval Alien. Von Gisuria. Also, ich muss eigentlich diesen Snake-Move hier machen. Beste Möglichkeit, um... Oh ja, das meine ich. Das ist ja mega nervig. Okay, ab jetzt finde ich das Spiel nicht mehr geil. Weil das ist ein Designfehler, sorry. Nee, ich weiß nicht. Ich wette, am Ende ist auch nur eine Texttafel oder so. Ja, nee, sorry. Das machen wir nicht zu Ende. Das, sehe ich nicht. Aber hey, trotzdem danke für die Einsendung, Gesuria. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel.
Animal Intruders, das könnte richtig sein. Machen wir das. Run Game. Na, seht ihr, so muss das laufen, liebes Katzenspiel. Okay. Ich bin Intruder ist der Hund. Ist der Hund verkleidet? Ah, der muss raus, ne? Hund muss raus. Wie kann ich werfen? Ups. Mann, wo ist die Steuerung? Okay. Bla bla bla. Left control while grabbing the enemy, use and hold right click to engage the yeeting process. Ah, so, ich verstehe. Okay. Das Huhn gehört nicht hinein. Das Huhn hat woanders zu tun. Da war das ein Huhn mit einer Zigarre? Was ist denn da jetzt falsch? Ach, das rote Huhn. Ich verstehe. Ein Schaf, aber nur das Schaf ohne Stock. Ein normales Huhn. Ja, aber die haben alle was. Alle Hühner haben was. Ach, der Stock. Okay, ich habe den Stock nicht gesehen. Okay, das finde ich ganz lustig. Wie, was denn? Ich hab doch... Achso, ich muss das Schwein... Wie, was? Ah, hier bist... Wie, was denn? Ach. Hier wird Intruder-Info. Also Hund mit Blau und Bommelmütze. Hier, ey. Ey. Raus, ey. Jetzt finde ich ganz lustig eigentlich. So, blaue Bommelmütze und rot. Hier, du musst das so sein. Raus! Schon ein bisschen befriedigend, die so rauszuballern. Wie, was? Bing! Raus! Okay. Das ist cool. Das ist echt witzig. Ich finde auch die Sprites ganz geil. Auch wieder, ne? Super easy zu verstehen. Rosa Hühnchen. Easy Bedienung. So ein Ding, also, ne? Wenn ein Game Jam Spiel halt, ne? Also, die werden normalerweise nicht so lange gespielt. Es ist besser, das Konzept super basic zu halten. Ich glaube, ich bin immer noch angepisst von einem Zugspiel vom letzten Mal, wo ich einfach es nicht gepeilt habe. Keine Ahnung. Das ist halt ganz geil. Auch der Artstyle ist cool. Und soweit ich weiß, auch keine Assets benutzt oder so, ne, irgendwie. Ich muss sagen, das macht auch direkt irgendwie Bock, weil es einfach so banal ist, dass es einen nicht fordert, aber auch so man kriegt ja trotzdem diese kleinen Belohnungssysteme. So blauer Hund, so die Belohnung, ne, man kriegt sie ja immer wieder. Weiß. Ach, ein gelbes Huhn, das da. Aber das hat einen Brief. Okay, einmal noch. Rotes Huhn. Raus mit dir, du Sau! Was haben wir noch? Einfach nur Schaf. Schaf. Gute Nacht. Einfach nur... Oh. Ah, der mit dem Stock, ne? Mit dem Stock. Wer hat den Stock? Du hast den Stock. Das macht Bock, diese rauszuschnicken. Das ist nur das Schnicken. Man macht das eigentlich nur wegen dem Schnicken. Ein gelbes Huhn mit einem Liebesbrief. Ja, wie ein Pixar-Film hier. Okay. Ein rotes Schwein mit Kartoffeln auf dem Kopf. Eine blaue Henne. Das klingt so ein bisschen wie Bars in Hamburg. Ein roter Hund mit einer Zigarre. Der überlebt ohnehin nicht lange. Wo ist er denn? Ich sehe den nicht. Roter Hund? Roter, ich sehe gar keinen Hund, um ehrlich zu sein. Da! Aber der hat doch... Da ist er. Nee, das ist ja dämlich. Warum hat denn der Hund... Genau, ach, das ist er. Okay, ein Schwein, ein grünes Schwein mit einer Basecap und einem Liebesbrief und so einem blauen irgendwas. Mein Gott, das war spezifisch. Ein Zauberer-Kaninchen in grün? Das ist es.
Ein Hund mit blauem Gebimsel. Ein rotes Schaf mit Gras, Mütze, Liebesbrief. Grüne Sau mit Gummistiefeln. Und ein gelber Zaubererhund mit einem Stock und etwas Grünkram. Okay, eine sehr edle rote Sau mit gelben Stiefeln. Moment, Sau? Moment, ich gucke auf das Falsche, ne? Oh, ich habe auf die Schafe geachtet. Okay, ein rauchendes Schaf mit blauen. Ja, nee, falsch. Mann, warum rauchen hier so viele Schafe? Oh mein Gott, das ist immer lächerlicher. Also, als ob bei diesem ganzen Scheiß, der hier rumläuft, als ob man dann, ah ja, genau, das ist der Eindringling, während alle anderen noch verrückter aussehen hier in diesem komischen Gehege. Ein gelbes Huhn mit grünen Gummistiefeln. Hä? Gelbes Huhn? Wo ist denn gelbes Huhn? Wo ist denn gelbes Huhn? Ich sehe kein gelbes Huhn. Mit grünen Gummistiefeln. Gelbes Huhn. Grüne Gummistiefel. Gelbes Huhn. Grüne Gummistiefel. Wo ist der gelbe Huhn? Mit der grünen Gummistiefel. Warum ist das hier nicht hier? Ich find's nicht. Ah, ich komme mir vor wie der schlechteste Stasi-Mitarbeiter der Welt. Nicht gefunden. Dabei war das so eine klare Beschreibung. Wo ist denn das verdammte Grüne? Nee, seht ihr das? Da ist das gelbe Huhn mit den grünen Gummistiefeln. Das kann doch keiner wissen. Naja, okay. Bing. Okay, das macht Spaß. Animal. Wie heißt es? Okay, das war das. Sebastian Behring und Takuki. Background Music, Shanty Towns, alles klar. Auch immer cool, das anzugeben. Hammer. Animal Intruders. Geil. Finde ich echt nice. Ganz ehrlich. Einfach zu verstehen, das Konzept, witzige Grafik, simple Spielmechanik, funktioniert, absolut. Und es hat Sound, das ist schon echt viel wert. Also danke dafür auf jeden Fall. Danke an Sebastian Behring und Takuki. Sehr gut. Und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Okay, wir haben hier Theater Kid von Nevis Art, Kasper und Jan. Music by Jan, alles klar. Yeah. Ich habe gerade schön ein ganzes Take mit diesem Spiel aufgezeichnet, ohne es wirklich aufzuzeichnen. Aber das ist gut, dann kann ich das alles nochmal sagen, was ich gerade gesagt habe. Denn ganz ehrlich, ich habe es am Anfang noch nicht ganz gepeilt gehabt. Aber jetzt, wo ich nochmal nachgelesen habe und einfach mal gelesen habe, was in der Beschreibung steht, die Space-Taste ist der Dash. Damit kann man durch diese ganzen Möbel durchfetzen und sie kaputt machen. Und das Ziel ist es einfach, so viel Unheil wie möglich irgendwie oder so viel Unruhe zu stiften wie möglich. Während einen die Security jagt natürlich. Schön im Rampenlicht oder was? Macht Spaß. Zwei-Mann-Team plus Musik, drei Leute. Das erinnert mich derbe an Shin-Chan irgendwie, weil irgendwie passt das zu diesem Charakter, der einfach nur irgendwie Unsinn stiften will. So Bart Simpson auf Meth so ein bisschen. Wie gesagt, was ich halt geil fand, eben gerade im letzten Deck, ist diese Punkteanzeige, weil das so, also die Typo, wenn man so Punkte sammelt, ne, also wie das jede Zahl so hochbounced und zur Seite kickt, irgendwie, wenn man diesen Multiplikator kriegt und wenn sich die Punktzahl aufbaut. So. So, und jetzt da oben dieses Bam, 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 Bam. Das ist echt geil. Also, das ist ein geiler Effekt, ist auf jeden Fall der richtige Juice, den man so, oh mein Gott, habe ich jetzt zwei Typen hinter mir, die gleiche Geschwindigkeit haben wie ich? Shit, ey. Ja, okay. Ich hoffe, die sind nicht so smart.
Also, boah, es werden immer mehr, ey. Eieieiei, sind das viele? Wieso sind das so viele? Oh, ich hab einen Glitch gefunden. Das wäre super. Bitte nicht bewegen. Bleib stehen. Ach, das ist lustig. Nice. Freihändig. Pixel und Pixel. Super Spiel. Wie lange geht denn das jetzt? Okay, guter Start auf jeden Fall. Hier, Tickets. Ich hoffe sehr gut. Die Musik ist mega nice. Yeah. Es erinnert mich, genau, also wie gesagt, es erinnert mich an Chinchin, es erinnert mich auch so ein bisschen an Tony Hawk's Pro Skater, weil da auch diese Punktestände reinkommen ins Bild. Das ist so, als würdest du auf so einer Rail grinden und dann hagelt es die ganze Zeit Punkte rein, also bam, 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 bam. Das ist halt echt ganz gut, also wirklich gut gemacht mit dem Feedback. Oh Mann, nice. Aus dem Weg, Leute, die Security kommt. Ah, okay, ich hätte den Dash benutzen sollen, ne? Ich hätte den Dash benutzen sollen, um den zu entkommen. Okay, ich glaube, jetzt reicht's, aber ich habe sehr viel Punkte, glaube ich. Okay, das ist richtig schön. Wieso ist der so schnell geworden? Nice. 19.200 Punkte. Nein. Oh, okay. Sehr chaotisch, sehr wild. Und sehr dumm. Das ist das, was ein Spiel sein sollte. Wenn es das Thema hat, sollte es nicht hier sein. Ich finde, das Thema ist auf jeden Fall gut umgesetzt. Und das ist halt auch einfach geil. Also dieses Feedback ist geil. Es wäre geil, wenn ich irgendwie Health zurückbekommen könnte. Weiß nicht warum, aber... Oh. Dann hätte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich diesen Run unendlich gestalten könnte. So. Oder lädt sich die Health vielleicht nach einer Zeit auf. Also einfach eine Zeit lang nicht erwischt werden. Oder punktemäßig irgendwie genug Punkte und dann gibt's ein neues Herz oder so. Alter, oh mein Gott, langsam wird's so eine ganze Armee. Oh mein Gott, okay. Das war ganz nice. 90.400. Das ist ja super. Geil, Hammer. Das fand ich sehr lustig. Nee, aber geiles Spiel. Kann man auf jeden Fall gut machen. Ich hoffe sehr, dass diese Aufnahme jetzt geklappt hat und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Was haben wir als nächstes? Der erste Arbeitstag. Das klingt doch nach einem Spiel für mich. Okay. Ah! Okay. Wie jetzt? Das ist der erste Arbeitstag. Das ist ja voll anstrengend. Erreiche den Ausgang. Das ist ja super hart. Ah, Alter. So, da haben wir das Spiel. Wow, das hat sich aber gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ich weiß gar nicht mehr, welches es ist. Hat es auch Sound? Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt auch, ne? Okay, ich bin tot. Ah, ich sehe schon. Okay, es ist diese Art von Spiel. Es ist so ein, wie heißt das, wo wir die Roboter verfolgen? Und man muss die Roboter abschießen. Und je mehr man sich bewegt, desto mehr verfolgen sie einen. Ah, okay, nee, der hört jetzt aber nicht auf. Okay, Alter! Das ist ja richtig knifflig. Was soll ich denn? Kann ich auch rennen? Hey! Hier kommt man nicht vorbei. Guck dir das mal an, der ist so viel schneller als ich. Oh, okay, aber die sind aber auch gigantisch groß, die Jungs, ne? Das muss man ja auch sagen. Dass die Kollisionen von den Boys... Oh. Die sind so schnell wie ich, ne? Die sind nicht langsamer oder so. Die hauen einfach drauf... Das ist, Yes. Voll glücklich. Geschafft. Ah, okay. So, ich hab's geschafft. Es ist viel zu schwer. Aha. Ausgang! Simon Kretschmann ist in seinem Büro angekommen. Ja, das war das Spiel schon. Ja, jetzt sagt ihr, was ist denn das für ein Quatsch? Naja, macht mal, entwickelt erstmal ein Spiel, was zumindest das schon hinkriegt. Ich würde nicht mal das hinkriegen. Ich finde all das richtig schwer. Danke für deinen Beitrag, Korbart. Feedback. Ich glaube, mein Feedback ist wie beim letzten Mal Feedback. Ich würde gerne
wissen, warum das gerade passiert und wie ich in den nächsten Screen komme und so. Das wäre gut zu wissen. Aber danke für deinen Beitrag. Ab zum nächsten Spiel. Nächstes Spiel. Messy Thief. Das muss ich runterladen, glaube ich. Ah, okay. Struktur? Hammer. Ich finde es super. Innerhalb von 48 Stunden. Schon Krams bauen, ne? So, mal gucken, ob Messy Thief scheint zu laufen. Endeavor Game Studios. Messy Thief. Das fühlt sich furchtbar falsch an, aber ich muss tun, was ich tun muss, um zu überleben. Dieses kleine Hotel-Apartment auszurauben, wird mir nicht aus meiner Situation helfen. Aber es ist zumindest ein Anfang. Ich sollte nicht hier sein. Diese Diebesbande, mit der ich mich zusammengetan habe, scheint etwas Positives an diesem Negativen zu haben. Sie römen. Das muss ein L sein. Aber Umlaute sind. Sie römen das Chaos aus, dass sie verantwortlich sind. Sie hinterlassen auch keine Beweise. Okay. Wenn ich fertig bin, werde ich einfach durch die Tür gehen. Wie drehe ich das denn? So? So, fertig. Der letzte Raub lief wohl nicht so gut. Der Bandenführer ließ mich von den anderen Mitgliedern zusammenschlagen, nahm mir all mein Hab und Gut. Außerdem bedrohte er meine Familie, wenn ich das nächste Mal nicht mehr Geld besorgen kann. Ich habe aber mitbekommen, wo er wohnt und konnte jetzt in seinen Bunker eindringen. Okay, das heißt, jetzt beklauen wir den Dieb. Wenn ich damit fertig bin, ihn dort zu verletzen, wo es am meisten wehtut, werde ich nicht mehr hier sein. Das ist wahr, das ist touché. When I'm done hurting him, when it hurts the most, I will not be here anymore. Ich find's ganz lustig. Ach was, das ganze Geld muss ich jetzt... Okay, das mach ich jetzt noch schnell. Die Mops wieder alle. Ich will ihn auch in den Safe. Ups. Oh mein Gott. Alter, wie viel Zeit habe ich? Wie viel Zeit habe ich, bis der Kollege kommt? Ich weiß doch, er wird gleich wieder hier sein. Kann nicht alles mitnehmen, oder? Ey, das fühlt sich ganz gut an. Die Gier. Ah. Super Spiel. Nehme ich alles mit. Alles mit. Dieses rote Licht. Ah, okay. A camera caught my movement and alerted local law enforcement. Now I have to think about how I will survive in jail. Kamera. Ah, okay, warte mal. Das heißt, es gibt wirklich eine Kamera. Ich dachte, das wäre einfach jetzt so ein Joke. Oder also nicht ein Joke, aber halt. Es gibt tatsächlich eine bewegliche Kamera oder was, die mich im Sichtfeld haben kann? Muss ich gleich mal gucken, sobald ich im Raum bin. Also da ist die Tür, da geht's hier hin. Da ist so ein... Das ist das Kamerasignal. Wenn es rot wird, ist es schlecht, ne? Kann ich die nicht zerstören? Ich kann mich aber auch nicht duken. Vielleicht hier ist eine Ecke, da kann ich. Okay, da ist es so. Ah, dieses Docken, ne? Das einfach instant geht. Egal, durch die Wand durch, durch den Boden durch. Klauen. So gut muss ein Dieb erstmal sein, dass Wände einfach kein Hindernis mehr sind. Ich glaube, der Radius geht nicht ganz nah am Schrank stehen geht.
Nicht so gierig? Ja, geht doch. Auch von hinten hier. Guck mal. Smart. Ich gehe jetzt einfach wieder raus. Okay. Ja, das hat funktioniert. Wohnung ausgeraubt. Okay. Das war's. Ja, ist cool. Also, es erinnert mich halt sehr an, also das Ende besonders, Dark Project 2, ne, diese alten Thief-Spiele, wo man halt wirklich in so ein, mit so Maschinen auf einmal zu tun hatte, mit so Steampunk-getriebenen Maschinen. Es wäre cool, noch mehr Levels in dem Stil vom letzten zu haben und vielleicht auch mit einem funktionierenden Safe. Das wäre irgendwie geil. Ich habe Spaß gehabt. Ich fand's super. Fand ich gut. Gutes Spiel. Von Mil Melissa. Von Art, Mario Music, Power Programming und The Pete. Das ist ein cooles Ergebnis auf jeden Fall für 48 Stunden. Und in diesem Sinne, danke für diese Einreichung. Wir gehen rüber zum nächsten Spiel. Sehr simpel. Ein Spiel erstellt von Maxchen für den Mini-Bildschirm 8. Keine Screenshots. Und ich hatte keine Zeit mehr, die Fehler zu beheben. Die Fehlers zu beheben. Ja gut, das ziehen wir uns jetzt mal rein. Push, ein Game von Maxchen. Maxchen 009 ist auch. Erstes Level schon mal geschafft. Ah, cool. Okay, lustig. Ey, super minimalistisch, aber ich mag das. Snap, geschafft. Snap. Haha, okay. Ja, wie jetzt? Dann so einfach, oder was? Okay, warte mal, das fand ich so schlau. Wie komme ich denn? Ja, so, ne? Ich muss gerade an Baba Is You denken, was ich nie gespielt habe, was ich aber sehr gerne mal spielen würde. Ups. Doch, das mag ich. Also musikmäßig und alles. So ist man nicht. Ups. Okay, das mache ich noch fertig. Aber mir macht Spaß. Also ich mag solche Spiele ja gerne. Sehr beruhigend auf jeden Fall. Und ja, ein bisschen Geduld spielen, ne? Aber ey, sowas muss man erstmal bauen, ne? Warte mal, jetzt hab ich Quatsch gemacht. Ja. So. Ja, Entschuldigung. Gleich geschafft. Swap.
Swap. Und Sibling. Thanks for playing. You've gotten the normal ending. Yes, there's more to this game. You just have to find it out. Was, echt? Sowas triggert mich ja immer. Und ich hatte keine Zeit, die Bugs zu fixen. Okay, ja, ey. Es gibt noch mehr zu diesem Spiel. Du musst es nur... Wieso? Noch mehr als witzige Bugs und Gameplay? Will mich das Spiel dazu verlocken, es weiterzuspielen? Ist das eine Falle? Ist das, wenn ich jetzt Level 5 nehme? Das ist das, ne? Aber was heißt denn mehr? Oh, shit. Ach du Scheiße, okay. Jetzt haben wir das Thema des Game Jams. Alter, okay. Moment, das ist ein Twist, ey. Warte mal, aber dann kann ich das auch durch andere Wände durchmachen? Ich bin jetzt out of bounds quasi, ne? Aber doch in bounds. Spieler kann Wände schieben. Spieler kann Wände schieben. Oh mein Gott, okay, das hätte ich die ganze Zeit machen können. Warte, aber durch zwei komme ich natürlich nicht, ne? Oder? Sind das zwei? Ist das... Okay. Okay. Stop, geh. Bin etwas Illegalem auf der Spur. Geh wieder. Aha. Okay. Ja, geil. Okay. Aber es gibt dann ein anderes Ende wahrscheinlich. Okay, wir schieben jetzt einfach mal die Wand in die Stellen, ne? Das, was illegal ist sozusagen. Guck mal, ist doch fertig, ne? Okay, Moment. Wir spielen das jetzt illegal. Wir spielen jetzt... Ja. Okay, hier habe ich eigentlich gar keine andere Wahl, außer... Okay. Habe ich doch. Haha. Das wird jetzt alles zusammengehackt. Ach, ist das geil. Okay. Der Twist gefällt mir. Oh mein Gott. Warte mal. Was ist hier? Warte mal. Zurück. Spieler kann Wände schieben. Ja, das kann ich, Leute. Das kann ich. Kann ich die einbauen? Einmauern? Ah. Wow, jetzt bin ich ein Roter. Nee, bin ich nicht. Ich war in einem Roten drin quasi. Okay. Ah, okay. So funktioniert das. Wenn ich in einem Roten drin bin, dann kann er mir nichts tun. Aber sobald ich aus ihm raus bin, sobald wir uns anders bewegen, kann er mich treffen. Okay, und so können wir uns unendlich nach unten bewegen, wahrscheinlich. Sobald ich von seinem Pfad abweiche, sobald ich sage, ich gehe nach rechts, bin ich tot? Bin ein Roter. Bin einer von euch? Shit, ich bin doch keiner von euch. Ah, meine Tarnung ist aufgeflogen. Warte mal, hä? Wie crazy ist das denn bitte? Wow. Okay, sobald ich wieder anfange, Dinge zu schieben, verliere ich meinen Status als Roter? Okay. Das ist ja verrückt. Okay, das kann ich schon noch machen. What the fuck? What? Ach, scheiße, okay, hä? Geht denn hier ab, ey? Ist das ein Bug oder ist das jetzt ein Feature? Weil davor... Ich traue gar nichts mehr hier.
Was? Hä? Oh shit, ich bin tot. Ja. Die Physik ist verwirrend. Okay, ist... Oh, what? Okay, ich check es irgendwie nicht so ganz. Aber das scheint ja funktioniert zu haben. Hä? Also soll das so? Ich meine, wenn das Teil der Story ist, irgendwie, so Portal-mäßig. Alter, what? Shit. Shit. Okay. Kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin leicht verwirrt. Okay. Oh. Oh. Okay. Ist das normal? Hä? Ich check's nicht. Ich check's nicht. Also ich darf jetzt auf einmal nicht mehr schieben, anscheinend. Oder der Bug ist halt das... Also... Boah, jetzt hänge ich einfach komplett in der Wand fest. Ich glaube, es ist ein Bug. Oder? Bin ja eh tot eigentlich. Warte mal. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Okay, ich glaube, das ist... Oh, warte mal. Oh, du kleiner Hund. Oh. Wirklich? Nein. Bleib doch da. Was ist das für eine weirde Scheiße? Vorhin hast du doch auch... Nein! Damn it! Ich glaube, es ist ein Bug. Das kann nicht sein, dass das geplant ist. Das ist viel zu unkontrollierbar. Das ist aber irgendwie verrückt. Dass man sich so lange mit einem Bug beschäftigen kann. Okay, ich gehe mal wieder zurück zu meinen... Kann ich hier nicht mehr... Okay. Ich bin mir nicht sicher, was hier gerade passiert. Wir gehen nochmal zurück. Schade, dass ich nicht gedrückt halten kann. What? Okay. Sehr wirre Logik. Also es ist 100% ein Bug. Das darf ich nicht können, glaube ich. Aber ich glaube, für den heutigen Abend lasse ich das auf jeden Fall. Ah, wieder ist noch mehr so. Irgendwas ist doch versteckt. Aber was? Ja, Maxchen. Gut gemacht. Cooles Spiel. Push. Snap. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich es peile. Aber cooler Twist auf jeden Fall am Ende. Ja, ey. Danke, Maxchen, auf jeden Fall. Das ist ein Twist, der war krasser als Bioshock Infinite.
Insofern, danke dafür. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Okay, das ist hier Triumph of 2222 von Leonard Keyboard. Sieht aus, als wenn es ein Game Maker gemacht wurde. Und wahrscheinlich auch ein relativ simpler Horde-Shooter. Ziel, remove all little green guys from the map. Das probieren wir doch mal aus. Okay, das ist, ah, da ist es. Sehr gut. Ich mag die Geräusche sehr. Okay, Shooter. Ich habe keine Ammo mehr. Ach was, man muss Ammo einsammeln. Es ist halt echt Halo. Lame-o. Es ist Lame-o. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich mag solche dummen Spiele. Also diese kleinen, ich mag so kleine Minispiele, wo man wirklich nichts machen muss für, die finde ich irgendwie am lustigsten oft. Die machen, weil man halt genau weiß, was Sache ist, machen die irgendwie direkt Bock und halten doch für eine Weile, was sie versprechen. Aber auch hier so, ne? Das ist so ein ganz klassisches, also ich weiß nicht, ob das das erste Projekt ist von dem oder nicht. Aber ne, bevor man irgendwas macht, bevor man anfängt, ein MMO zu machen, ist es eine gute Idee, sowas zu machen, weil ganz ehrlich, damit lernt man schon richtig viel. Habe ich zumindest gelesen. Oh Mann, ich habe ja immer nur Grafiken gemacht. Ich habe ja nicht selber entwickelt bisher. Frag mich immer so ein bisschen der Codeaufwand dahinter, ne? Warte mal. Ja, Shotgun. Repair Tool. Ah, das ist ja cool. Mit 1, 2, 3 kann ich wechseln. Jetzt habe ich die Shoddy mal genommen. Und das Repair Tool will ich mal kurz checken. Wie geht denn das? Kann ich jetzt. Okay, finde ich sehr gut. Lustiges Geräusch. Ja, was ist, was soll ich jetzt alle durchspielen hier da war? Slaps! Cool. Nein, jetzt mache ich mich hier schon wieder lustig, aber das ist wirklich cool. Ich kann ja nichts von alledem. Ich wäre schon überfordert mit diesem Spiel und ich hätte vor allen Dingen auch voll Bock, sowas allein schon zu können, aber da muss ich realistisch sein. Das wird nichts mehr. Hammer. Die Animationen auch vom Master Chief. Es ist der Master Chief. Master Chief gezeichnet von einem Fünfjährigen während eines Schlaganfalls. Und deswegen bin ich nicht in der Mini-Beans-Jam-Jury, wegen zu viel Gemeinheit. Aber ich mache mich natürlich nur witzig, ne? Ich finde es natürlich an sich schon cool. Oh Mann, tut mir voll leid, lieber Entwickler von diesem Spiel, lass dich von mir nicht verarschen, ne? Du hast deutlich mehr geleistet als ich in meinem ganzen Leben. Und ich bin einfach nur neidisch. Das ist der Entwickler-Neid. Boah, das ist aber super hinterhältig, ne? Weil die Wände und die Nichtwände sehen sich so ähnlich, dass man schon mal ganz gerne überrascht wird dadurch, dass ein Alien einem einfach mal in die Fresse läuft. Ich find's ja grundsätzlich witzig, dass man die Umgebung zerstören kann. Schade, dass es nur irgendwie so ein Layout ist. Und schade, dass man 200 Viecher killen muss. Und man das Gefühl hat, immer sparsam mit der Munition umgehen zu müssen. Dass wenn man so eine, wenn das so ein Taktik-Shooter wäre, wo ich doch eiskalt sehe, dass das nicht mal ansatzweise ein Taktik-Shooter ist. Ich glaube, das Schlimme daran ist, ich würde wahrscheinlich jetzt erstmal auf. Ich bin hooked. Ich bin jetzt drin im Spiel. Ich will das jetzt durchspielen. Ich will wissen, was am Ende ist. 160 nur noch. Also es ist auf jeden Fall ein großer Level. Ist ja fast schon Open World hier. Guck mal, was du hier rumlaufen kannst. Und warum sammle ich hier, was sind das, VHS-Kassetten? Master Chief muss seine Privatpornos retten. Vor der Hausdurchsuchung. Er wohnt hier und das sind alles Polizisten. Ah, okay. Okay, ich muss aufhören, aber es ist offen gesagt zu spannend. Weil ich bin auch so gut. Haben wir endlich das eine Spiel gefunden, in dem Simon Kretschmer richtig, richtig gut ist? Oh, keine Muni mehr. Shit. Shit.
Jetzt habe ich ja nur noch das Repair-Tool. Jetzt muss ich ja gucken, dass ich irgendwie an Muni komme. Aber es ist ja nicht mal garantiert, dass ich an Muni komme, solange ich nicht hier... Okay, das wird richtig lame. Das ist jetzt so richtig Survival-Modus, ne? Also... sehr wenig Muni. Also Balancing, vielleicht noch ein bisschen. Ich habe ja nicht mal das Problem mit dem... Oh mein Gott, sind das viele. Ja, 10 Stunden später auf jeden Fall. Ich glaube, mehr haben wir auch nicht zu erwarten hier. Ah, mich nervt, dass das die Muni alle geht, leider. Haben wir irgendwo Granaten? Das würde ja gut passen, ne? Nee, keine Granaten. Du Klappspaten. Okay, hier jetzt aber. Nee, kann ich nicht nehmen. Ja toll, warum hast du das da in die Ecke gemacht? Warum hast du das in die Ecke gemacht? Was willst du denn hier? Achtung. Ja. Na, mit der Munition sparen und so, da geht es jetzt schon ein bisschen besser. Okay, ich muss aufhören, ne? Ich muss voll aufhören. 136 Feinde sind noch da. Ich könnte sie mir jetzt alle einzeln vornehmen. Ah, tot! Okay, nee, das reicht. Ja, Rocket Beans Minijam 2022. Das ist der Eintrag. Lustig. Gefällt mir. Fand ich lustig. Von Leonard Keyboard. Alles klar, Mann. Danke dafür, dass du teilgenommen hast. Und hey, in 48 Stunden ein Spiel zu entwickeln ist immer... eigentlich krass. Aber ja. Ich mache einfach mal weiter mit dem nächsten Spiel. So, ein oder zwei machen wir noch. Pay your dues. Zahl die Schulden, du Sau. Tutorial will ich auf jeden Fall haben. Wer hat das gemacht? Alex, Max und Leon. Okay. Das gefällt mir richtig gut, finde ich. Das hat schon direkt, schon vom Anfang an hat das Flair. Auf jeden Fall stabile Pixelart, kann man nichts gegen sagen, ey. Also, wenn der das alles allein gemacht hat, das ist schon heftig. Mal gucken, wie das Wasser animiert ist. I got family to feed. I got no choice besides I've been through, blah blah. You shouldn't be out there. There's rumor that creatures are blues. Some old boy story. I've already made up my mind. Isa, do me a favor, keep the dry side up and... Okay, mein schottischer Akzent ist sehr mäßig. Presseth left and right to turneth weaken... Weaken... Was für ein Ding? Weaken ike moveth when near a fishing spotteth. Presseth space to gudgeon. Aber links... Ah, okay, ja. Yeah. That's all. 8 hours later... Oh ja, okay, das wollte ich sehen. Wasser-Anni. Sehr gut. Sehr wichtig. Es hätte mich sehr enttäuscht, wenn ich keine Wasser-Anni gehabt hätte in einem Spiel, was komplett auf dem Wasser spielt. Presseth left and right to turneth. Thee can eat, moveth straight, by holding both at the same timeth. Veneed. Okay. Nee. So, ich hab dich aufgepasst. Was? Ich hab dich aufgepasst. Ich war zu sehr auf lustiges Sprech eingestellt. So Quatsch. Oh, das sieht aber geil aus. Okay, Fishing. Das ist ein geiler Style hier mit dem Meer. Das finde ich super. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So. Auch geil. Auch nette kleine Spielmechanik. Ein kleiner Counter, der runtergeht und man muss versuchen, in die Mitte zu kommen. Habe ich es geschafft? Ja. Large Catfish. Nice. Also das finde ich ziemlich beeindruckend. Mag ich sehr. Geiler Artstyle. Aber warum komme ich da jetzt nicht hin?
da irgendwie nicht hin. Okay, ich hab da eine. Können wir einfach überall unsere Angel auswerfen? Ist das einfach jetzt so drin? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir wirklich einen Spot finden, ne? Das kann nicht einfach irgendwo. Oh shit! Holy moly! Okay. Schlechter Spot. Hochziehen. Oh Gott, wie kann das sein? Wie kommt das Vieh denn bitte aus dem... Da, ein Fisch. Ah! In my own thirsty days, I just catches those folks barehanded. Press space to fish. Mhm. So, jetzt wird geangelt, popangelt. Mein Gott, jetzt ist sogar ein richtiger Angelsimulator noch dabei. Muss natürlich in der Mitte des Fisches bleiben, nehme ich mal an. Und meine Ausdauer darf nicht leer gehen. So. Also irgendwie hat das was. Also es ist zwar auch sehr simpel, aber es wirkt direkt viel fertiger als die anderen Spiele. Wahrscheinlich, weil man sich hier wirklich nur auf 2-3 grundlegende, elementare Dinge beschränkt hat. Oh, oh. Und das Monster ist aber auch cool. Nein! Ich bin doch ein Freund. Ich lese ganz viel Lovecraft. Hör auf jetzt hier. Okay, ich soll hier weg. Ich dachte für einen Moment, ich soll irgendwie näher ran. Aber nein. Das Monster ist out of bounds. Ja, was, jetzt kann ich ja gar nicht in Ruhe fischen. Press space to pull the line, don't let the... Hab ich? Nee. Hätte ich mehrfach drücken müssen. Das war ja ekelig. Okay, aber mehrere Spielmechaniken, um die Fische zu sammeln, auch nett. Das Wasser flasht mich so, aber jetzt ist das Wasser tatsächlich still. Vielleicht ist das ein Bug. Bäh. Na komm, einen Fisch will ich noch haben. Also, wie lange... Oh, shit. Nope. Absolut nein. Abgelehnt. Hat das Wasser aufgehört, sich zu bewegen? Gibt es verschiedenen Wellengang? Gibt es auch statischen, einfach nicht beweglichen Wellengang? Wahrscheinlich nach dem Angeln oder so, ne? Hat es sich einfach verabschiedet, das Wasser? Schade. Oh, no. Was? Jetzt gibt's zwei davon. Oh Gott. Oh. Driften. 360. Ich muss sagen, dieses links-rechts hat ein bisschen was. Weil tatsächlich so muss, also man kann ja, man kann er auch zusammen, kann er gar nicht. Ne? So kann er quasi links-rechts, 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 links-rechts. Aber er kann nicht gleichzeitig. Das ist, er hat kein Rhythmusgefühl. Er kann eben nicht rechts wie links. Er kann immer nur eins. Jetzt hätte ich gerne noch mal einen Fisch. Ich nehme auch diesen einaugigen Riesenoktopus. Schön auf den Grill werfen. Ich finde es super. Das macht mir Spaß. Was passiert, wenn ich dich ramme? Siehst du? So ist es nämlich. Damit haben die Entwickler nicht gerechnet. Super. Kann ich den vielleicht auch angeln? Und essen? Oder kann ich dich auch angeln? Kann ich einfach zu dir jetzt und sagen, hallo, ich möchte bitte meine Angel ausschmeißen? Warum? Also. Äh?
Es ist ein großes, leeres Feld. Groß und leer. Kein Fisch mehr. Wo geht's nach Hause, wenn ich nach Hause kommen können soll, um meine Fische abzuliefern? Das frage ich mich. Bin sehr verwirrt. Kann ich diese Steine irgendwie wegmachen? Ballern? Nicht ballern. Aber irgendwie wegangeln davon? Von denen ausangeln? Okay, ja gut. Okay, wir haben schon hier jetzt scheinbar alles leer gefischt. Dann werde ich noch einmal kurz zum Monster rüber paddeln. Wenn es noch da ist. Und gucken, ob da vielleicht noch irgendwas Krasses passiert. Also die Monster machen nichts. Ich weiß nicht, ob das normal sein sollte. Vielleicht haben Simon oder Budi mehr Glück. So, ich schwimme noch mal ein bisschen nach links und gucke, ob da noch ein Fisch auf mich wartet. Ansonsten soll es das gewesen sein. Hier ist auch wieder die Wall. Die Schale ist gut für die Potzen. Ich weiß nicht, was die Potzen sind. Ich weiß nicht, ob ich fragen will, was die Potzen sind. Oh ja, ein Pride schreibt, oh je, den Game Jam habe ich total verpennt. Ich wollte ja eigentlich mitmachen. Das ist aber nicht schlimm, weil der Dima ist ganz sicher auch beim nächsten Game Jam wieder am Start. Und dann gibt es den Game Jam, Minigame Jam Nummer 8. Oh, mehrere. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht sollte ich hier einfach mal angeln. Und bei dem Neuner könnt ihr dann natürlich wieder mitmachen. Da gibt es dann auch wieder ein neues Thema. Da müsst ihr alles ein bisschen mit Dima von den Rocket Beans besprechen. Wahrscheinlich findet ihr alle Infos dazu im Forum. Okay, ist ein schönes Spiel, aber passiert halt auch nicht viel. Deswegen lasse ich es jetzt an der Stelle einfach mal bis auf den Grund sacken. Ich glaube, das war's. Aber das gefällt mir sehr gut. Pay your dues. Was passiert, wenn ich drauf gehe? Ich habe gar nichts gemacht. Na gut. Sehr gut. Ach. Leute. Nächstes Spiel. Von Richard Schubert und Maximum Putz. Sticky Fields. The game was created within the last 3 hours of the jam. Because the brainstorm didn't lead to anything at first. Finde ich auch sehr sympathisch. Okay, you shouldn't be here. Gut, kein Sound, aber gut in 3 Stunden. Ey, für 3 Stunden ist das schon krass. Also, ganz ehrlich, da habe ich schon Sachen gesehen, die waren in 48 Stunden schlechter. Insofern, Respekt, ey. Nee, aber ganz ehrlich, ey, kann man voll machen. Die Schriftart passt auch zu der Optik. Also, rein optisch haut das schon hin, ne? Also, so ist es nicht. Klar, also gut, das ist Sound und so, aber 3 Stunden, Leute. Oh Gott. Ich find's gut, dass man Anticipation hat, dass man quasi sieht, wo eine Zone sein wird. Das ist irgendwie wichtig, dass man sich so darauf vorbereiten kann. Man kriegt also Punkte, je länger man drinsteht. Sehe ich das richtig? Okay, gelb. Okay, gelb gibt Minuspunkte, grün gibt Plus und rot stirbt man. Okay, alles klar. Nochmal. Dann machen wir das nochmal, ne? Oh, die Figur ist nice. Ist ganz süß. Ups. 33. Snap, 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 snap. So, 100 Punkte will ich schaffen. Tada! Ich glaube, es geht nicht weiter. Okay. Witzig, irgendwie sehr flüssig, diese Steuerung mit der Maus. Also, dass der Charakter so mitgeht, das ist cool. Das sieht echt nice aus irgendwie. Hat das Ding Motion Blur? Also, es sieht fast so aus, ne? Als wenn es so einen Motion Blur hätte. Schon krass. So also vom Artstyle her super minimalistisch, aber sowas mag ich ja gerne. Ja. Okay, sehr gut. Und es gibt hier auch ein bisschen Dialog. Alles klar. Lyret und Kuai.
gut. Ey, komm, für 3 Stunden, das ist schon gut für 3 Stunden, ganz ehrlich. Schon mal darüber nachgedacht, beim One-Hour-Game-Jam mitzumachen? Das wäre nochmal wahrscheinlich die nächste Challenge nach dem Ding. Ja, krass. Nee, aber hey, danke für diese Einsendung. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Sehr cool. Okay, direkt weiter mit dem nächsten, würde ich sagen. Das ist Valley of the Ogrepon. Okay. Und Vilo hat er dann letztes Mal nicht auch schon so ein Gameboy-Ding gemacht? GB Studio ist halt, wenn man wirklich auf Gameboy lauffähige Spiele entwickeln will, also wirklich Gameboy Homebrew, und das in so einem RPG-Maker-ähnlichen Zusammensteck-Baukastensystem, wenn man wirklich nicht programmieren kann, habe ich zwischendurch auch überlegt, ob ich da irgendwas mitmache. Aber naja, bei RPG Maker habe ich das Problem, dass die Spiele immer irgendwie gleich aussehen. Und da habe ich auch so ein bisschen die Sorge vor, wenn ich GB Studio benutze, dann ja. Also, ich hätte gern Jump'n'Run. Das will ich damit sagen. Aber GB Studio ist, ich weiß nicht, ob es Presets für Jump'n'Runs hat jetzt mittlerweile. Vielleicht hat das da was. About 2% finished. Unplayable bunch of pixels. First time dev. Okay, Start ist wahrscheinlich Enter. Habe ich recht? Ich habe recht. Gibt keinen Sound. WASD ist Steuern. Aha, wenn ich im Busch bin, bin ich komplett unsichtbar. Und die haben wahrscheinlich eine Range. Die haben so einen Ruf oder so. Was mache ich hier? Wow. Oh. Gameboy Static. Oh, okay, ich bin, glaube ich, tot. Gotcha. Geile Gameboy Static. Da hat doch Dima wieder sein Spiel. Also Dimas Artstyle ist auch. So, ich versuche es nochmal. Press Start. Ich versuche mal ein bisschen weiterzukommen und nicht direkt in den ersten irgendwas hier zu rennen. Ah! Ganz ehrlich, allein der Versuch in GB Studio in 48 Stunden was zusammenzukriegen, das ist schon respektabel, besonders wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit hat. Ich hätte auch irgendwie Bock auf GB Studio, ganz ehrlich, aber ich muss erst mal gucken, ob es Jump'n'Run Presets gibt, weil dieses RPG-Maker-mäßige interessiert mich gar nicht so sehr. Ich will nicht Texte schreiben oder so, weil am Ende weiß ich, dass ich, also, oh. Oh, es ist Hitman. Dieses Spiel ist offiziell Hitman, Codename 47 und die ganzen Geschichten. Das ist ja perfekt. Oder hier Metal Gear. Ja, komm. Okay. What? Colonel Ben? What the fuck? Wie bin ich denn hier hingekommen? Das ist ja geil. Ja, krass. Geil. Ich hab den Gameboy gecrashed. Colonel Panic, please set a clear pick of the screen. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Kannst auch nicht neu starten. Ich muss den Gameboy neu starten. Steuerung, Select, A und B gleichzeitig, ne? Steuerung, Select, A und B. So, so. Seite refreshen. Ah, mega witzig. Okay. Ey, aber geil. Ganz ehrlich, also, wie gesagt, wenn GB Studio ein Jump'n'Run Preset hat, dann hätte ich derbe Bock drauf. Aber bis dahin weiß ich gar nicht. Ja. Es gibt ja auch wahrscheinlich nicht so richtig eine Siegesbedingung. Ne? Man kann hier wahrscheinlich nur verlieren bis jetzt und sich diesen Busch anziehen. Das werde ich mal eben kurz machen. So. Ich bin hier Metal Gear. Solid Snake. So, keiner sieht mich. Perfekte Tarnung. Das ist aber so geil. Also, das, oh, what? Okay, nee, ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie geil, weil ihr müsst euch halt vorstellen, das hier ist eine Homebrew, das würde direkt auf einem Gameboy laufen, ich hole das mal eben, schlechtes Beispiel wahrscheinlich, aber ihr müsst euch mal vorstellen, dass dieses Spiel,
wenn man damit fertig ist, würde das auf einem, sieht man das? Auf einem Original Gameboy laufen. Das ist jetzt nur ein Case. Ich habe irgendwie, hat jemand ein Gameboy Motherboard? Jetzt mal so als Frage, dann kann ich daraus einen echten Gameboy machen. Nee, aber hier habe ich halt so einen China-Klon und auf dieser Flash-Cartridge zum Beispiel könnte man sagen, ey, pack das da drauf, ab in den Gameboy so und dann läuft das Ding auf originaler Hardware und das ist schon ganz geil. Das mag ich echt an GB Studio, das ist so, das ist einem ermöglicht für den alten Gameboy halt noch irgendwie Spiele zu entwickeln. Das ist nur ein Case, leider. Da muss noch ein echter Gameboy rein, aber irgendwann baue ich mir so ein Ding zusammen. Valley of Vailo, alles klar. Hallo Vailo, dankeschön. Ja, okay, geil. Auf jeden Fall Hammerding. Also ich finde es schön, dass man auch das Risiko eingeht irgendwie und mal was versucht irgendwie zu bauen, was vielleicht nicht dem Feature-Set dieses Frameworks, dieser Engine, dieses Baukastens entspricht. Insofern auf jeden Fall Respekt dafür. Vielen Dank an Vailo. Und mit diesem letzten Spiel, würde ich sagen, haben wir die Einsendungen des Mini Beams Jam 8 abgefrühstückt. Dankeschön, Dima, für den Mini Beams Jam und dass du das immer machst, Mann. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mir jetzt, ich glaube, fast alle Spiele reinzuzimmern. Und wie immer, ey, mega geil. Danke für alle Leute, die sich 48 Stunden zusammensetzen, zusammenfinden und einfach mal kleine Videospiele bauen. Finde ich mega geil. Also, das war sehr schön. Das war ein schöner Game Beans Mini Jam. Danke an Dima für die Organisation. Danke an alle Teilnehmer. Auch an die, wo ich jetzt das Spiel aus dem einen oder anderen Grund nicht spielen konnte. Der Budi hatte angedeutet, auch noch mal die restlichen Spiele zu spielen. Deswegen habe ich ihm ein bisschen was übrig gelassen. Das alles könnt ihr euch natürlich gerne angucken. Ihr könnt auch gerne bei Dima auf den Mini Game Jam Discord. Alle Infos im Forum auf Rocket Beans TV. Und wo wir schon gerade davon sprechen, kann ich euch doch eigentlich mal alle schön zu Rocket Beans schicken. Und jetzt schicke ich euch rüber. Viel Spaß. Macht's gut. Ich sag tschüss. Tschüss. Ich danke euch auf jeden Fall dafür, dass ihr alle mitgemacht habt, so zahlreich. Das ist echt jedes Mal eine Freude, da eure abgefahrenen Kreationen zu sehen. Ich freue mich jedes Mal auf diesen Jam und ich freue mich jedes Mal auf PowerPoint-Spiele und auf pixeligen Kram, den ihr zusammenhackt. Also, ja. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal. Keine Ahnung, wann der ist. Vielleicht noch dieses Jahr. Vielleicht ist dieses Jahr noch was in der Richtung. Geht auf minibeansjam.de. Hashtag minibeansjam. Geht auch auf die Itch-Seite, wo die ganzen anderen Game Jams sind. Ne? Man kann ja hier einfach auf die Seite gehen und das ist immer ein Game Jam. Ne? Es gibt keine Ausrede, um nicht an einem Game Jam teilzunehmen. Die ganze Zeit laufen halt Jams. Ne? Guck mal, wie man hier einfach runterscrollen kann. Immer ist irgendwas los. Und das geht unendlich weiter. Also ihr könnt quasi hier drauf gehen auf itch.io/jams und dann sagen, ey, ich mache jetzt einfach dieses Wochenende mit. Also, viel Spaß beim Spielentwickeln, viel Spaß beim Experimentieren. Danke nochmal zum 1000. Mal für alle eure Einsendungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.